Willkommen zu meinem Review zu SkyWheel im Skyland Park. Bei der Achterbahn handelt es sich um einen Skyloop von Maurer, welcher im Jahr 2004 eröffnet hat. Die Bahn hat eine Länge von 150 Metern, eine Höhe von 46,2 Metern und eine höchste Geschwindigkeit von 105 km pro Stunde. SkyWheel hat insgesamt zwei Versionen und erreicht mit seinem Zug mit maximal 12 Personen eine maximale Kapazität von 600 Personen pro Stunde. Das SkyWheel war der erste Skyloop von Maurer, den es je gab. Seitdem wurden ja schon ziemlich viele weitere Anlagen davon gebaut, zum Beispiel auch eine verlängerte Version in Madrid. Und auch sonst hat der Park ziemlich viele Neuheiten von Maurer, wie zum Beispiel der Motorbike Coaster Skytrackster. Aber das SkyWheel hat er schon im Jahr 2004 eröffnet. Und als ich den Skyline Park im Mai 2018 besucht habe, bin ich SkyWheel insgesamt 8-mal gefahren und konnte sogar jede Reihe der Bahn testen. Also die Bahn befindet sich an dem einen Ende des Parks relativ weit außen. Viele Attraktionen im Skyline Park, wie zum Beispiel Bob Racing oder auch Skyshot, haben wirklich keine gute Kapazität und da kann es, auch wenn der Park nicht so voll ist, wirklich zu hohen Wartezeiten kommen. Aber das Skyway, als ich den Park besucht habe, wohingegen zum Beispiel Bob Racing über eine Dreiviertelstunde Wartezeit hatte, war Skyway eigentlich fast immer Walk-On oder maximal ein bis zwei Fahrten warten. Das heißt, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr im Park seid, erstmal alle anderen Attraktionen zu fahren, die ihr fahren wollt, mit weniger Kapazität. Und Skyway einfach später zu fahren, also habe ich es gemacht, das war sogar in der letzten Count, die ich mir im Park geholt habe. Und ich musste dann wirklich später gar nicht mehr warten und habe wie gesagt 8 Fahrten geschafft. Wenn man zu Skyway kommt, auf der einen Seite der Bahn eigentlich, wenn man kommt auf der anderen Seite, ist der Eingang. Also die Bahn hat auf jeden Fall eine überdachte Station, das haben ja andere Bahnen nicht. Aber Thematisierung ist da gar nicht vorhanden, das heißt, das Thema können wir direkt einfach mal außen vor lassen. Also man läuft eigentlich nur durch so einen Blechgang mehr oder weniger, der überdacht ist, dann zur Station, wo dann nochmal so eine kleine Zickzack-Warteschlange ist in so drei Reihen vorn zurück. Also dadurch, dass sie nicht so lang ist, gehe ich auch davon aus, dass sie bei der Bahn nicht so viele Andränger erwarten. Da schauen eigentlich ziemlich viele Familienparks hin, zumindest als ich da war, auch wenn es ziemlich viele Flatrides zum Beispiel gibt. Aber anscheinend ist SkyWheel allgemein nicht so beliebt oder es wollen allgemein nicht so viele Leute fahren. Und von der Kapazität im Gegensatz zu anderen Attraktionen im Park, wie zum Beispiel, wie gesagt, schon Skyshot, Bob Racing, Skytracks etc., ist diese bei der Bahn auf jeden Fall schon deutlich höher. Das Skyway war, soweit ich weiß, die erste Bahn, die die X-Cast von Maurer verwendet hat. Zu der Zeit war es ja ein komplett neuer Typ, also vor allem hauptsächlich von den Achterbahnzügen her. Also wir haben hier mehr oder weniger zwei Wagen, die ineinander gekoppelt sind. Beide haben drei Reihen à zwei Personen, also 12 Personen insgesamt. Und es war auf jeden Fall eine der ersten Bahnen, die Inversion mit Beckenbügel gemacht hat. Und wenn man dort angeschnallt in der Warteschlange, also es gibt jetzt keine Warteschlange für die verschiedenen Reihen, sondern es wird einfach ein Tor aufgemacht, das sind auch komplett einmal Gitter davor, dass man natürlich nicht direkt reingehen kann oder überhaupt reinkommt, weil die Bahn fährt natürlich auch immer mit hohem Tempo durch die Station durch. Das heißt, in der Zug in der Station wird einfach immer eine Tür aufgemacht und dann kann man sich einfach eine Reihe aussuchen nacheinander, je nachdem was noch nicht voll ist. Und dann wird der Zug abgefertigt. Also ich habe alle Reihen getestet. Ich bin die vorderste Reihe zweimal gefahren und auch die vorderste Reihe vom zweiten Zug, also eigentlich die vierte Reihe zweimal gefahren. Also die vorderste Reihe hat mir eigentlich von allen am besten gefallen und ich bevorzuge auch die linke gegenüber der rechten Seite. Als man eingestiegen ist, also es war mein erster X-Car von Maurer, den ich bis jetzt gefahren bin und ich finde die Sitze sind echt ziemlich angenehm, hat eigentlich gut Platz. Einfach Rucksäcke etc. kann man auf der anderen Seite einfach hinlegen, also das ist kein Problem, man braucht keine Schließfächer oder ähnliches zu mieten. Und die Bügel sind ziemlich eigentlich einfach mal, also es sind Beckenbügel, aber sie kommen von der Seite, wenn es rüber geklappt. Zum Beispiel die Holzachterbahn von Gravity Group verwenden dieselben Züge oder auch Scream and Swings von S&S verwenden auch ein ähnliches Bügelsystem. Aber ich habe von X-Car schon viel gehört und viele sind nicht so der große Fan von den Bügeln. Also ich hatte wirklich gar keine Probleme, ich fand sie ziemlich gut. Also sie sind wirklich ziemlich groß, sie gehen auch ziemlich hoch, also sie fassen eigentlich einen Teil des Baus mit ein und sind jetzt nicht nur reine Beckenbügel, aber ich hatte jetzt eigentlich keine großen Probleme damit. Und sie sind schon fest, aber jetzt nicht unbedingt stark unangenehm. Und ich fand die Sitze auch ziemlich gut, also allgemein haben mir die X-Cars ziemlich gut gefallen von Maurer. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn ich irgendwann nochmal vielleicht einen anderen X-Car-Coaster von Maurer fahre. Und dann, wenn es überprüft wurde, geht es auch schon den Senkrechtlift nach oben. Also da kann ich auch schon mal sagen, also von außen sieht das Skyway echt ziemlich beeindruckend aus. Man kann es wirklich von überall im Park sehen und das finde ich auf jeden Fall ziemlich nice, auch wenn es keine Thematisierung ist. Allein schon diese riesige Steilkonstruktion sieht einfach nur richtig nice aus. Und danach geht es über den Kettenlift aus der Station raus, den Senkrechtlift nach oben. Also erstmal muss ich sagen, der Kettenlift ist wirklich ziemlich, ziemlich schnell. Also zum Beispiel auch vergleichbar mit dem Lift von Lost Gravity. Ist auch ein Kettenlift, der auch ziemlich schnell ist. Ist auf jeden Fall von der Schnelligkeit auf einem Niveau von Kabellift. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich nice. Das war mein erstes Senkrechtlift, abgesehen von Gerstlauer Bahn. Und auch dieser hier hat mir bis jetzt gut gefallen. Also es ist genauso wie bei den Infinity Coaster, hat man eigentlich ziemlich gute Beinfreiheit. Und deswegen hat das auf jeden Fall gut gepasst. Dann wird man auch umgezogen, die 46,2 Meter in Höhe. Und dann kommt auch schon die erste Inversion, das heißt, man fährt dann über Kopf aus dem Lift raus. Und ich muss echt sagen, das ist eine meiner Lieblingsinversionen, die ich bis jetzt gefahren bin.
Also ich habe allein schon vom Skyrim nicht so viel erwartet, da wirklich eigentlich fast keiner drüber redet, dass die Bahn richtig gut ist oder so. Und deswegen hat die Bahn mich echt ziemlich sehr überrascht, wie gut sie eigentlich ist. Und ich bin wirklich ein ziemlich großer Fan von. Und die Inversion ist wirklich an dem höchsten Punkt. Man hat ja kurzzeitig über Kopf, sieht man den Park vor sich. Es ist einfach nur sowas von phänomenal. Ich fand diese Inversion richtig nice. Man hat natürlich Beckenbügel, das macht die Inversion nochmal deutlich besser. Und vor allem auch in der ersten Reihe, wenn man über Kopf auf die Art Hardline-Wall, die dann vorhin kommt, nur ungefähr umgekehrt, weil man ja von der Inversion normal wieder in die Inversion fährt. Diesen Blick dann drauf hat, dann sieht man komplett die Landschaft rundherum, finde ich richtig, richtig nice. Aber auch von den hintersten Reihen, also die sind alle so nacheinander ein bisschen erhöht angeordnet. Das heißt, man hat trotzdem aus jeder Reihe eigentlich eine gute Sicht. Aber in der Frontrow hat man eigentlich am längsten dort Hangtime. Das heißt, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und diese Inversion ist wirklich nur spitze. Dann, wenn man aus der Mission raus ist mit richtiger Hangtime, fährt man einmal durch diese Hardline Wall, dreht sich einmal kurz richtig rum. Dann hat man kurz einmal einen Blick über die Umgebung und dann dreht man sich auch schon in den Dive Loop rein. Und dort beschleunigt man auch auf die höchste Geschwindigkeit. Also dort hat man keine Hangtime mehr, man fährt einfach nur mit voller Geschwindigkeit rein. Wird eigentlich ganz nett rumgerissen, das ist auch ganz nice. Dann fährt man nach unten durch die Stationen durch, erreicht die Höchstgeschwindigkeit von 105 km. Man hat auf jeden Fall unten auch gute Gehkräfte. Man fährt einmal unten komplett durch die Station durch mit vollem Tempo und dann fährt man wieder auf den Lift nach oben. Aber danach, anstatt dass man irgendwie noch eine Runde fährt oder zurück in die Station fährt, pendelt man noch einmal aus. Das heißt, auf den Lift fährt man nach oben, fährt wieder runter. Leider hat man eigentlich an diesem Scheitelpunkt von vorwärts und rückwärts fahren leider keine Airtime, wie es zum Beispiel die Vekoma Boomerangs haben. Aber dann fährt man wieder zurück, rückwärts durch die Station durch. Die Rückwärtsfahrt ist auch ziemlich nice. Ich mag E-Achterbahnen, die rückwärts fahren eigentlich ziemlich gerne. Diese auch, weil man auch eine gute Geschwindigkeit hat. Und dann auf Rückweg fährt man noch wieder rückwärts. Nochmal dreht man sich wieder in die Inversion ein. Also diesen Art Dive-Loop, wie man es nennen will. Und das ist auch der Punkt, wo ich die linke Seite besser finde. Weil auf der linken Seite, also links oder rechts, hat man eigentlich von dem Sitz nichts. Und auf der linken Seite hängt man nämlich schräg in den Sitz drin. Und deswegen, das ist auf jeden Fall sogar fast in der Mitte am ausgeprägtesten. Weil ganz hinten ist man fast schon wieder komplett gerade. Vorne ist man noch hauptsächlich in der Inversion drin. Aber auch da kommt es gut rüber. Weil die kurze Zeit, dieser Scheitelpunkt, wo man vom Rückwärts ins Vorwärtsfahren wechselt, hängt man wirklich total zur linken Seite runter in den Beckenbügeln. Wenn man links sitzt, sieht man einfach unter sich noch zur Seite den Boden. Richtig, richtig nice, hat mir richtig gut gefallen. Aber nach diesem kurzen Moment fährt man auch wieder gerade runter, wieder durch die Station durch, wieder gute Gehkräfte und fährt den Lift nach oben. Auf den Lift wird man dann von der Bremse gestoppt. Man tropft jetzt so ein kleines Stück nach unten, wenn die Kette einhakt. Ein bisschen unangenehm, aber das macht jetzt eigentlich nichts aus. Und dann fährt man noch eine Runde, das heißt wieder den Lift komplett nach oben, also nur für den halben Lift nach unten da oben, durch die zwei Inversionen durch, man fährt nochmal hoch, wieder runter und danach fährt man auf den Lift drauf und wird dann über den Kettenlift ziemlich schnell wieder zurück in die Station gebracht, wo man dann aussteigen kann und dann durch den Außen raus kann, der natürlich auch keine Thematisierung hat. Also normal, als ich da war, ist Skywheel immer zwei Runden gefahren, also ich vermute mal Standard, vielleicht wenn es richtig voll ist, fährt Skywheel eine Runde. Aber trotzdem, durch den schnellen Kettenlift musste ich wirklich nie lange warten. Die Abfertigung war auch in Ordnung, also die Bügel wurden kontrolliert, fertig. Aber bei einem kurzen Zug dauert das wirklich nicht lange, auch wenn nur ein Operator da war. Was lustig war, als ich einmal gefahren bin, ist die Bahn drei Runden gefahren. Keine Ahnung wieso, ob der Operator einfach nochmal drauf geklickt hat, dass man nochmal fährt. Fand ich aber auf jeden Fall auch ziemlich nice. Und das war es auf jeden Fall eigentlich auch schon zu der Fahrt. Also auch wenn die Bahn nicht sehr lang ist, finde ich, macht das echt richtig viel Spaß. Man hat Vorwärtsfahrten und Rückwärtsfahrten, man hat einen Senkrechtlift drin, man hat mal zwei Inversionen drin, wovon einer richtig gute Hangtime hat. Und einfach nur, also mein Lieblingsmoment ist ohne Frage, wenn man den Lift nach oben fährt und über Kopf einfach nur die Hardware vor sich sieht und den Rest des Parks, der Landschaft, das über Kopf in 46 Metern Höhe, ist einfach nur richtig nice, kann ich jedem empfehlen. Also ich muss sagen, ich finde Skyrim besser als die Skyrocket Tours, wie zum Beispiel Skyscream Holiday Park. Also mir ist einfach ziemlich gut gefallen. Ich bin die Bahn oft gefahren, ich musste nie lange warten. Also ich fand auf jeden Fall die erste Reihe am besten und dann eigentlich hauptsächlich der linke Sitz. Also bevor ich hier gefahren bin, habe ich mich gewundert, warum es eigentlich so viele Skyloops von Mauer gibt, weil die wirklich schon ziemlich viele verschiedene Parks über der ganzen Welt gebaut wurden. Es gibt auch eine China-Fake-Variante davon, aber jetzt verstehe ich es wieso, der macht echt richtig viel Spaß. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, den Skyline Park zu besuchen und Skyloop zu fahren. Also auch die Farbgebung von dem Orange Cloud mir richtig gut gefallen, die Bahn ist auch komplett smooth gefahren. Das hört man oft von Maurerbahnen, dass die nicht so gut fahren, aber Skyloop ist auch komplett super gefahren. Das heißt, ich war auf jeden Fall in Skyline Park. Ich war an einem Freitag da, das war irgendwie Feiertag, das heißt, es war eigentlich schon ein bisschen voller. Aber trotzdem habe ich es geschafft, insgesamt 8 Fahrten zu machen. Und wenn ich länger da geblieben wäre, wäre es auch mehr geworden. Das heißt, habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, viele Fahrten drauf zu absolvieren. Und deswegen war es auch zu meinem Review zum Skywheel. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr diese Achterbahn findet. Und lasst auf jeden Fall gerne eine Pulswertung da. Das heißt, wir sehen uns dann auch bald wieder zum weiteren Video. Ciao.